So, und damit herzlich willkommen, die Musik hat ein bisschen zu spät eingesetzt, aber egal. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft auf Magic Mine Rescaria, da sind wir wieder. Und zwar hatte ich ja versprochen, dass wir auf Rescaria mal ein richtig heftig langes, richtig heftig lange Aufnahme machen und die ist dann jetzt wo heute. Wolke und so ist noch nicht mit dabei. Falls euch wundert, warum ich nichts anhabe und so. Ich habe vorhin mal versucht, gegen jemanden zu kämpfen hier. Vergesst es einfach. Das war unschön. Ja. Also, wie ist es mittlerweile gelaufen, Rescaria? Ich hatte eine ganz gute Rüstung. War auch verzaubert mit Level 30. Aber hat halt nichts gebracht. Überhaupt nicht. Ich bin halt so nicht... Oh, wer macht denn ständig die Laternen auf, Leute? Könnt ihr das nicht mal lassen? Die sind doch nicht umsonst so. Ja, ich kann schon wieder nicht rennen, das ist auch schön. Ja, wie ist es bei Rescaria mittlerweile gelaufen? Ich habe immer noch ein Essensproblem, es wird einfach nicht besser. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie krieg irgendwie nie genug Essen zusammen, um wirklich ordentlich spielen zu können in der Welt hier. Finde ich ein bisschen suboptimal mit dem Essen, aber hoch fest sind denn das da drüben. Ach du Scheiße. Na klasse, da gehe ich gleich wieder. Nee, jetzt kannst du vergessen. Okay, ich gehe da mal wieder, weil gegen Leute mit einer verzauberten Rüstung und einem verzauberten Schwert kann ich leider nichts vergessen. Dum 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 dum. Folgen die mich? Nee. Okay, gut. Ja, wir werden uns nachher mal anschleichen von der anderen Seite. Dann gehen wir halt nicht dahin und auch das Susi. Es sind momentan ungefähr 9 Leute auf Rescaria online. Und sie verfolgt mich jetzt aber nicht, oder? Nein, ich will dir mein GS nicht zeigen. Ich will dir mein GS nicht zeigen. Nein, ich will dir mein GS nicht zeigen. Lass mich in Ruhe. Warum haben die alle verzauberte Rüstung? Es geht ja gar nicht, ey. Gar nichts einfach mal nur. Ich habe einfach mal gar nichts. Hallo. Ich will Leuten einfach mein GS nicht zeigen, weil mein GS ist so klein und winzig momentan noch. Ach, ich wollte jetzt sowieso Punkte kaufen. Ihr seht schon an meinen Devs. Es ist wirklich, ich bin wirklich der Profi in Rescaria und die Leute nutzen das auch voll aus. So. Du hast eine Fläche von 4 dazu gekauft. Ich, wie gesagt, also ich habe Rescaria, ich bin viel zu spät. Nein, ich nehme nichts an von dir. Ich bin viel zu spät gestartet und es ist ja die Beta-Version auch noch. Ich habe weder ein großes Grundstück, noch habe ich irgendwie viele Rohstoffe, noch habe ich irgendwas anderes Tolles. Meine Level sind alle draufgegangen. 2 von den 3 Mal bin ich selbst gestorben, einmal vom Skelett gekillt, einmal bin ich auf die Fresse gefallen und einmal hatte ich halt versucht, gegen jemanden zu kämpfen, der hat mich eiskalt fertig gemacht. Folgt die mich immer noch? Nein? 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 Okay. Wunderschön. Kann ich euch mal zeigen, wo mein Ding ist? Also spätestens, wenn ich jetzt hier... Die Route zeige, die kennt ihr ja schon aus den vorhergegangenen Folgen jetzt. Wissen sie ja jetzt alle, wo mein Grundstück ist. Ich habe einfach keinen Bock. Nimmst du auf? Slash, ja. Ich habe einfach keinen Bock, dass irgendjemand dann kommt, weil eigentlich hatte ich ja gesagt, ja, ich mache meinen GS offen und so und kein Problem und so. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, was es hier für extreme Creeper gibt, einfach nur. Nee, danke, dann lasse ich es lieber. Dann tue ich mein GS lieber weit weg machen, wo es keiner sieht und so. Und weil, ganz ehrlich, wenn ich das mit Mietze... Ich hab ja gedacht, Mietze hat einfach nur nicht richtig fertig gebaut bei sich. Aber das, was bei Mietze passiert ist, war ein Creeper. Bin ich ja... Können wir einmal kämpfen. Ich gebe auch Sachen wieder, wenn ich kille. Bringt nichts. Ich verliere eh. So. Ja, also ich muss auch mal reinfinden, irgendwie die Leute haben sich viel schneller reingefuchst als ich. Ich bin ja momentan auch nicht so aktiv bei Rescaria. Susi, ich bin momentan eh viel zu weit weg von dir, hoffe ich mal. Es tut mir leid, liebe Susi, dass ich jetzt gerade nicht kann, aber egal. So, wo wollte ich jetzt lang? Ich bin, ja. Ich habe mich hier in die Berge zurückgezogen, das wissen ja einige von euch, und habe jetzt auch schon ein bisschen was weitergebaut, habe mir ein paar Tipps angehört. Später. Ich nehme ein paar Stunden heute auf. Ist ein bisschen komisch, das Tool liegt so halb schräg jetzt hier, weil ich das Mikro hinstellen muss. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen weitergebaut an meinem Turm. Soll halt nichts
später ich nehme... Ach, das war ich. Soll halt nichts atemberaubendes sein und auch nicht wundern, dass wir im Original Texture Pack spielen. Wenn ich hier kämpfe, dann brauche ich ja mal wirklich 100% keine Lachs, deswegen habe ich es einfach mal ins normale Texture Pack verfrachtet, das alles. Ja, ich habe ein bisschen weitergebaut an meinem Turm. Ich wollte ihn halt mehr schön als nutzvoll machen. Kann ich dabei sein? Ja, liebe Susi, ich möchte... Ich möchte noch niemanden mein GS zeigen. So. Ja, also das ist das GS hier von mir. Dieser mit Stein umzäunte Bereich hier. Also alles, was hier so Stein ist, gehört mir. Also da kann auch niemand was creepen. Also kann schon, aber ich hoffe, es tut keiner. Also hier, das ist alles gekauft, die Fläche. Das Glasdach hier ist nicht gekauft. Der Weg nach darunter, das habe ich einfach mal so gemacht. In der Hoffnung, dass keiner so hinterhältig ist und das einfach zersprengt. Weil ich meine, was bringt es einem, wenn man das zersprengt, ne? So, und dann habe ich mir hier halt so ein bisschen was Haus gebaut und so. Muss hier halt... Ach, jetzt kann ich... Aua. Jetzt komme ich da nicht rüber, wetten. Mist, das habe ich total vergessen, dass ich ja nicht rüberkomme, wenn ich Hunger habe. Ja, das war so klar. Was mache ich denn da jetzt? Okay, dann muss ich mir ganz kurz ein bisschen Stein, Erde abbauen. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich alles offen und chillig machen und so. Da habe ich mitbekommen, wie manche Leute hier echt creepen und einfach Spaß daran haben, andere Dinge zu zerstören. Und dann habe ich mir jetzt halt doch so ein bisschen was Rustikaleres ausgedacht, sonst hätte ich mir so ein schönes Steinzimmer hierher gebastelt. Hier ist ein bisschen Kohle drin. So. Gehen wir hier runter. Und dann haben wir hier jetzt einmal den einen gesicherten Raum. Natürlich, wenn da draußen jemand TNT zündet, ist der Raum ja auch ganz schnell weg und so. Das ist alles ganz schnell weg hier. Und deswegen habe ich mir hier meine beiden Kisten in so einen Obsidianverschluss gepackt hier. Da oben wird dann auch noch ein bisschen Obsidian hingebaut und so. Und da kommt dann durch die Sprengung keiner ran. Hier der Weg ist zu weit für TNT, das habe ich ausgemessen gehabt. Und hier hinten kann keiner sprengen, weil hier Obsidian ist. Deswegen hoffe ich, reicht das erstmal. Und ich werde natürlich noch mehr Obsidian sammeln. Ich hatte jetzt bloß gerade keine Lust momentan gerade. So. Schauen wir mal, ich habe schon ein bisschen gesammelt hier. Ich habe ein bisschen Waffen gezeugt und so. Waffen gezeugt. Habe halt schon ein bisschen was gemacht. Und habe auch ein Weizenfeld angelegt, neues. Das verrate ich aber nicht, wo es ist. Das ist ein Stück weg von meinem GS. Das werde ich auch in der Aufnahme nicht zeigen. Einfach aus dem Grunde, weil mir das jetzt jemand kaputt macht. Und da habe ich keinen Bock drauf. So. Wir gehen mal ganz kurz nach oben. Ansonsten ist ja wirklich nicht viel. Es sind ja ein paar Workbenches, ein paar anderes Zeug. Also nichts, was irgendwie sich lohnen würde zu holen. Das habe ich natürlich absichtlich so gemacht, damit keiner auf die Idee kommt, hier einfach rein zu creepen. Weil, ganz ehrlich, also ich fände es schön, wenn Porf die GS-Grundstücke wenigstens protekten würde, weil es bringt nichts, weil du hast sowieso, wie ich das mitbekommen habe jetzt, muss ich ja ganz doll gestehen, das ist ein richtig fetter Minuspunkt für Riscaria. Gehen wir in Riscaria eine Höhle suchen, unseren Farmen. Momentan nicht, Susi. Oh, was habe ich denn? Das wird sich schon lesen. Ist ein mega fetter Minuspunkt für Riscaria, dass Riscaria in Runden aufgeteilt ist. Ich habe gedacht, das ist wirklich ein Endlos-Spiel ist, bei dem immer mehr Leute reinkommen, wieder halt die Gilden mal verlassen, dann kommen mal wieder neue Leute und so, neue Gilden gründen sich. Je nachdem, wie viele Leute halt kommen, habe mir heute ein erstes Video von MM gesehen. Grenzgenial, habe selten so viel Scheiße gesehen, schreibt er bestimmt. Was ist denn bitte grenzgenial? Gelacht bei einem Mip. Oh, ist aber lieb von dir. Oh. Lieb. Danke dir. Und da ist Vendetta da. Yay. Und da ist nur so... Ja, Moment, Mensch. Chat-Einladung. Titim. Sprachchat beginnen. Wir sprachen mal den Chat beginning. Ja, und ich würde sagen, wir... Schauen mal... ganz kurz, ob ich nicht ein paar Samen habe. Auch 15 Samen, wunderschön. Dann haben wir hier sicher noch irgendwo Fackeln. Wenn ich gleich rangehe, dann drehe ich durch. Ach, schreibt er mich an, dann geht er nicht ran. Was ist denn das? Geh ran, verdammt! Hallo? Hallo?
manchmal verstehe ich ihn nicht. So, dann baue ich jetzt hier einfach mal weiter. Alter! Oh, hab ich mich jetzt erschrocken gerade. Mist! Komme ich jetzt hier runter? Oder zu sterben? Also, das ist nicht so unbedingt mein Ziel heute. So. Also generell eigentlich nicht, aber prinzipiell heute ist es auch erst recht nicht mein Ziel zu sterben. Ich muss die Treppen hochbauen, ne? Alter, das muss doch auf die Idee kommen, dass da unten gleich eine Schlucht ist. Ja, gut, müsste ich eigentlich wissen, ne? Moment, mein ganzes Werkzeug ist ja hier drin. Ich frage mich, warum mein Detail sich angenommen hat. Okay, ich dachte eigentlich, er kommt dann vielleicht auch auf Raskaria und macht eine Runde mit. Der Wolke kommt ja hoffentlich heute auch noch. Nachher. Ich habe ja schon fleißig gesammelt. Na, warte mal, wenn das jetzt hier... Moment, ich brauche ein bisschen Stein. Ich habe ja echt Schiss, dass ich erwischt werde, während ich mein ganzes Dia-Zeug dabei habe. Das würde ich echt... mega kotzen, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich auch so in die Berge zurückgezogen. Zu call me nochmal, please. Okay, mache ich natürlich. Sprachchat beginnen. Ich hoffe, wenn Netta sagt, ist nicht irgendwas Vulgäres gleich am Anfang. Huch, warum hat es jetzt meine Musik beendet? Ach, hallöchen. Na, wenn Netta... ich bin gerade mitten im Minecraft Magic mein Raskaria-Aufnahme, falls du dich wunderst. Irgendwie platze ich immer in deine Aufnahmen rein. Ja, ja, ich habe aber mit Absicht hab dich mit Absicht angerufen. Wenn du Lust hast, fände ich es cool, wenn du mitmachen würdest hier so ein bisschen, dann wäre ich nicht ganz alleine hier auf den PvP-Welten des Raskarianischen. Weißt du, wie? Ja. Warte, ich starte in Minecraft. Da musst du dich aber vorher, du musst ins Forum vorher gehen und musst dich anmelden dazu, richtig im Forum. Schreib's einfach rein, ich würde gern mitmachen und fertig ist. Also wie jetzt, gehe ich auf die Magic Mine Seite oder wie? Genau, du gehst auf die Magic Mine Seite und dann gehst du ins Forum da rein und dann schreibst du, yo Leute, ich würde gern mitmachen. Ladet mich mal ein, ich bin voll cool und so und weißt du wie Bescheid, ne? Schreib bitte nicht, dass du voll cool bist, weil sonst denken die Leute sonst da was von dir. Ich bin OP, ey, voll krass. Ja, der Wolke kommt nachher vielleicht auch noch. Deswegen. Ja. So, hier habe ich Rechte, gell? Moment, ich stelle mich halt runter, so. / RG Info. Flup, das bin ich, genau. Wo schreibe ich denn das? Also. Seite. Du bist auf der Seite, dann ist doch der Forum, gell? Das Forum-Tweet-Ding, gell? Warte. Na, du musst. Da ist doch, da ist Startseite, Community, Forum und lauter solche Dinger. Dann bin ich glaube ich auch auf der falschen Seite. Na, gib einfach www.magicmine.de ein. Aber Minus zwischen Magic und Mine. Ja, das war vielleicht der Fehler. Und jetzt habe ich Magic mit X geschrieben. Magic okay. Mit X, Magix. Du sollst nicht auf die Magifix-Seite gehen, du sollst auf Magic Mine gehen. So. Ich will das ja, aber ich so. Ich will auf die Magifix-Seite. Ich mag Magifix. So. Hier baue ich mal eine Treppe hoch. Ja, während Vendetta da jetzt versucht, sich anzumelden, ich hoffe, da Forbes-Meets oder so sind gerade online. Ich kann mal gucken. Höllenwolf ist online. Höllenwolf. Kannst du Vendetta LP einladen zu Raskaria? Fragezeichen. Ich frag mal, ich glaube, Hilbert kann ich vielleicht sogar ohne, dass du dich vorher anmelden musst, einladen. Bin mir aber nicht sicher. Also hoffe nicht zu viel von mir. Ja, klar, aber weil... Genau, nein. Ich habe irgendwie dieses Ding, also dieses Ding, egal. Jetzt habe ich Wolle statt Wolke geschrieben. Machst du das Raskaria LP mit Vendetta? Juhu, ja, und mit Wolle.
Fail. Bin ich Stroh oder was? Hä, wieso Stroh? Hä? Wolle und Stroh. Stroh doof bist du ja. Ja, das ist aber nichts Neues. Der Herr. So, dann wollen wir. Was? Ich kann mich irgendwie auf der Seite hier nicht anmelden. Ist sehr oft im LP. White, der hat mit mir Harveys neue Augen. Augen? LP. Sehr unterhaltsam. Augen wird mit A und ohne X geschrieben, ich weiß. Ich schreibe mal Höllenwolf kurz an, MSG. Ich sollte vielleicht mal einfach H hinschreiben. Höllenwolf, kannst du Vendetta LP zu Resk einladen? Fragezeichen. Boah, Alter, wie viele Leute sind online, das geht ja gar nicht. Krasse Schokolade. Das ist ja wirklich krasse Schokolade. Ah, und okay, da ist der gesavte Bereich. Ihr seht ja, ist auch von unten gesaved, falls jemand versucht von unterhalb ranzukommen an die Kisten. Es geht ja alles. So. Komm schon mal online bei Magic Mind, falls er dich gleich einladen will. Falls das geht, ich weiß es nicht. Dann wäre das ganz günstig. Ja. Okay, du bist online. Ich sehe schon die Schreie. Vendetta LP! Ja, tut man. Du bist Fame. Du solltest, das, solltest meinen Kanal übernehmen. Natürlich, ich bin auch viel besser als du. Vendetta LP, so richtig geschrieben. Bist du schon online? Ja. Er ist... Ja. On. On. Ja, nur das P groß. Ja. Hä? Was? Toll? Hä? Was? Na, dein P wird doch groß geschrieben. Ja, und mein L. Ja, das L, oh, das ist ja logisch. Er hat jetzt gerade nur das L. Egal, vergiss es. Er hat nur das L groß geschrieben gehabt und nicht das P. Akzeptiere einfach. Sei ruhig. Schweig. Schweig dich aus, du Narr. Nein. Du müsstest eigentlich gerade eine Einladung bekommen haben zu Raskaria. Nein. Müsste im Chat stehen, so, ich glaube gelb ist das dann gewesen. Schon eine Weile her, dass ich meine bekommen habe jetzt. Zwei Tage ist es her. Das einzig gelbe ist, dass ich einmal gefailt habe beim Login. Ich wollte gerade sagen, was hast du schon wieder angestellt? Hast du schon wieder in die Hosen gepisst oder wie? Oh Gott. Nein. Heute doch nicht, das habe ich gestern getan. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Aufstieg. Ich bin aufgestiegen. Spinne, Spinne, Spinne. Es geht bei dir, Schieb. Ja. Spinne, Spinne, oh mein Gott, Spinne. No, 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 Spinne. Oh mein Gott, sie wird sterben. Auf die Fresse, so, oh Gott, ich hab's. So, ich guck mal ganz kurz, was jetzt eigentlich so Phase ist. Vor allen Dingen, du tötest eine Spinne und alles, was sie droppt, ist ein minderwertiger Faden, ja, den du irgendwie aus den vier rausgezogen hast, keine Ahnung woher. Ja, und das ist recht interessant, die Formulierung, die Frage, wo kommt der Spinnfaden eigentlich her? Du musst ja den Arsch aufgeschützt haben. Ja, deswegen ja. Warte, wo renne ich denn hin? Ist alles ja. Hier unten in den Kisten. Bam, bam. Ich habe das früher alles oben stehen gehabt, bevor mir erklärt wurde, dass man hier übelst creepen kann. Ist eingeladen. Okay, du bist eingeladen, Vendetta. Danke dir. So, du musst jetzt einfach nur machen, /warp Raskaria. Kannst du das schreiben oder brauchst du einen Buchstabierwettbewerb dafür? Raskaria mit C oder mit K? Mit C. Res und dann Vicarius. Ja. Nee. R-E-R-E-S ja. Und dann C-A-R-I-A.
Prescaria. Doch, ja. Okay. Da müsstest du eigentlich in einem Turm gespawnt werden. Nee, ich fall gerade durch die Welt. Achso, gut. Jetzt bist du im Turm. Um Lags zu vermeiden, bitte die Grafik auf. Ich muss mich auch noch ducken. Schnell und ohne Textur. Ich will aber mit Textur gepackt spielen. Ich jetzt. Das ist an sich möglich, allerdings das Problem an der Sache ist, wenn du kämpfen willst, macht sich's schlecht, weil dann lagst du wirklich ein bisschen. Und das ist ein reiner PvP-Server. Das heißt, sobald du die Stadt verlässt, kannst du überall angegriffen werden. Ja, ich renn gerade mal den Turm hoch, vielleicht ist da ja was Tolles. Nee, da ist nichts Tolles, da ist nur ein Büro. Du musst, genau meinen Anweisungen folgen erstmal. Du musst aus dem Turm raus. Ja, jetzt darf ich jetzt mir ganz Turm wieder runterlaufen. Und dann, wenn du aus dem Turm rausgehst, hast du einen Ausgang vor dir. Genau, vor deiner Nase. Und du hast einen Ausgang links von dir. Aus der Stadt. Also da ist so ein innerer Ring, da musst du raus. Weißt du wie? Ja, ja. Also. Und da müsste links von dir ein Ausgang sein. Und den läufst du einfach mal lang. Du musst die Musik mal kurz noch leiser stellen, du bist sehr leise wieder. Kannst du irgendwie wieder lauter machen wie gestern? Ja, ich schau mal nach. Gestern war es ja auch sehr leise. Und da ist halt so ein zartes Mäuschen, da muss man halt, muss man auf seine edle Stimme achten, gell? Jetzt ist er ganz weg. Flupp ist er weg gewesen. Jetzt bist du noch leiser als vorher, so scheiße. Ist es jetzt besser? Ja, jetzt bist du besser drauf. Also dran. Drum. Dinge halt, ne? Ja, jetzt kann es aber sein, dass es irgendwie rauscht oder so. Ich habe jetzt 30% Mikrofonverstärkung. Es hält sich in Grenzen. Halt die übliche... Halt, na gut, es ist halt die übliche Minderung, wenn du im Let's Play dabei bist, ne? Ja, ich weiß. Nimm's nicht böse. Ist rein beruflich. Ich bin jetzt hier gerade irgendwie bei McDonald's, aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Was? Du bist bei McDonald's? Du bist aus dem, du bist aus dem Turm raus. Ja. Und in bist der Stadt jetzt. Genau, du bist genau, stehst genau vor der Tür vom Turm. Ich lauf zurück. Gute Idee.